Frage bekommen zu koppenden Pferden. Das ist ein ganz populäres Thema. IBEC konzentriert sich darauf, dass Pferde in ihrem Leben überhaupt niemals anfangen müssen zu koppen. Für alle, die es nicht wissen, koppen ist, das Pferd setzt die Zähne auf an einem Zaun und schluckt Luft. Suggeriert also dem Organismus, dass es kaut, dass es Nahrung aufnimmt. Entsteht dadurch, dass das Pferd irgendwann in seinem Leben einmal nicht Nahrung zur Verfügung hatte. Pferde sind Pflanzenfresser, brauchen den ganzen Tag Nahrung, haben einen ganz langen Darmtrakt, sind nicht so gute Energieaufnehmer. Die müssen den ganzen Tag essen. In der Wildnis haben die den ganzen Tag den Kopf unten und nehmen Nahrung auf. Also wenn das Pferd jetzt schon mal angefangen hat zu koppen, unheimlich schwierig zu lösen. Im Prinzip muss man es verhindern. Nehmt kein Koppriemen, fangt gar nicht damit an. Das wäre so, als ob ich Nägel kaue und mir bindet jemand die Hände zusammen. Aber innerlich habe ich den Wunsch, meine Nägel zu kauen, weil ich so nervös bin. Wir müssen in die Ursache gehen. Kann man nicht so einfach per Videobotschaft beantworten, muss man das Pferd sehen. Man muss unheimlich viel im Stall umbauen. Futternetze überall hin und so weiter. Ist eine schwierige Sache zu lösen. Wer da Interesse dran hat, ist ein Riesenthema. Wir können helfen. Wir haben das bei Pferden schon wieder wegmachen können. Aber IBEC konzentriert sich hauptsächlich darauf, dass es mit euren Pferden niemals passiert. Darum, das Pferd muss die Möglichkeit haben, den ganzen Tag Nahrung aufzunehmen. Darum am besten den ganzen Tag Heu zur Verfügung. Reduziert, wenn ihr Futter reduzieren müsst. Immer nur das Kraftfutter, niemals das Heu. Ihr könnt ein Heu nehmen mit einer etwas schlechteren Qualität in Form von wenig Protein. Also sprich zweiter, dritter Schnitt, gute Qualität, aber wenig Nährstoffe. Dann werden die auch nicht so dick. Und ansonsten müsst ihr eben halt einfach das Arbeitspensum erhöhen, damit sie nicht zunehmen. Aber bitte, bitte, bitte versucht möglich zu machen, dass eure Pferde den ganzen Tag Heu zur Verfügung haben. Die müssen ihrem Organismus sagen können als Pflanzenfresser, ich habe einen ganzen Tag Nahrung zur Verfügung und damit könnt ihr das Koppen verhindern. Wer schon ein koppendes Pferd hat, keine Koppriemen, immer Futter zur Verfügung, am besten den ganzen Tag raus auf die Wiese, überall Heu haben. Ihr könnt natürlich in Deutschland nicht so gut die Pferde das ganze Jahr draußen lassen, aber ihr könnt den Pferden den ganzen Tag in allen möglichen Ecken und Umständen auf Paddocks und so weiter Futter zur Verfügung stellen. Und das ist das Allerwichtigste. Wenn die an einer bestimmten Stelle koppen muss, da das Futter hin, dann könnt ihr nicht sagen, ja, der hat ja Heu, aber auf der anderen Seite. Sondern der muss im Prinzip rundum überall am Zaun entlang Heu haben. Ganz schwieriges Thema. Darum bitte lieber Koppen vermeiden und Koppen niemals entstehen lassen.